Ja, herzlich willkommen zum zum Mobile Monday. So, ich bin heute leider alleine, da unser lieber Herr Wefsera keine Zeit hat oder generell leichtes Problem hat, sage ich mal, mit seinem Computer und die meisten Spiele nicht spielen kann. Was ein bisschen blöd ist, sagen wir mal. Doch, mir gehen jetzt die Folgen aus und deswegen mal ohne ihn eine Woche. Das halten wir durch. Nächste Woche kommt er dann schon wieder. Da kommt er dann schon wieder. Ich brauche doch seine guten Kommentare, sonst kann ich doch nicht spielen. Wir spielen heute hier der Butcher. Das ist ein schlechter. Immer noch Alpha-Dingens drin. Ich werde es niemals ändern. Und auch noch kein Rank. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz aber na was überprüfen. So, Moment, so, zurück zum Spiel. So, und zwar, warte mal, wir wollten leveln, wir leveln, natürlich das hier, die Kuh. Meine Kuh leveln wir jetzt ein paar Mal. Öffnet seine Tore in 10 10 Sekunden. Sekunden. Oh, stimmt, das neue Overlay. Oh, das sieht ja nett aus. Zerfleischen euch gegenseitig, wie hungrige Bestien. Oh, da muss ich sagen, ich habe das Spiel jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Aber oh, das sieht hier oben, das sieht wirklich schick aus. Muss ich schon sagen, ja, haben sie gut gemacht. So, wir spielen der Butcher. Der Butcher ist ein Assassine, ja. Ist jetzt ein bisschen weich. Man will es kaum glauben, aber der ist schnell tot. Oh. Ah, ah, Dreck am Boden. So, wir sammeln erstmal ein bisschen Blut. Denn für jedes Blut machen wir ein bisschen mehr Schaden. Und mehr Schaden ist gut. Blop, blop. Hihihihihihihi. Geht weg. Bumm. So. So. Wir sammeln erstmal Blut. Wir wollen uns stärker machen. Eieieiei. Hier wird gleich richtig. Ah. So. Ja, komm, geh weg. So. Wir nehmen uns das noch mit und dann gehen wir nach oben und helfen dort. Hat er mich gesehen? Ich denke schon. Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal hier hin. So, nehmen wir hier mal den Punkt ein. Du bist hier ganz schön gefährlich unterwegs, sag ich mal. Ach, ups. So, wir haben ein neues Talent. Da wählen wir wieder das hier. Einen größeren Radius. So, die anderen benutzen oben. So. Plop, 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 plop und so. Und oh, die haben auch einen Butcher. Einen Butcherino. So, dann gehen wir natürlich auf das weiche Ziel. Das heißt, hier, der Butcher. Bumm. So, dann gehen wir nach unten. Und dann gehen wir nach unten. Der Butcher ist recht weich. Also, er hält nicht viel aus. Ach komm, wir gehen nach unten. Ah, okay, sie ist weg. Dann machen wir hier mal kurz einen Wave Clear. Dann kriegen wir ein bisschen Blut auch noch. So. So, wir gehen mal hier weiter. Schwupp. Ah, Raynor. Rayner und der Tank. Oh, die sind hier zu dritt. Das ist nicht so gut. Wenn die hier zu dritt sind. So.
Ja, ja. Okay, nächstes Talent. Nehmen wir das hier. Eidstärke. Bam, bam. Tschüss. So. Ist egal. So. Und den kriegen wir auch noch. Jawohl. So. Das war doch ganz gut jetzt. Das hat mir gefallen. Oh. Ach ja. Wenn man hier 125 Blut hat, wird man permanent stärker. Mhm. Ich glaube nämlich, so verlieren wir pro Tod 5 Blut. Also quasi ein Kill. Und sobald wir dann 125 Blut voll haben, kriegen wir auch nur noch. Oh, das ist nicht gut. So. Das ist gar nicht gut. Ich hau hier mal kurz ab. Oh, ich will aber die 5 Blütchens will ich hier mitnehmen. Dankeschön. So. Na gut. Das war ganz gut jetzt. So, haben wir schon? Haben wir schon. Dann geht's weiter. Dann pushe ich hier weiter rein. Ah, oh, wir wollen den Boss machen. Halt, Blut! Uah. Nicht reinlaufen hier. Ach, geh weg. So. So, klar. Dann machen wir den Boss. Das wird doch... Das geht schnell. So, Schmelzofen. So. Und bam! Das war eine gute Einsatz der Ulti. So. Ich spiele meinen... Schlechter doch ziemlich gern und ziemlich oft. Aber nur alleine. Ich bin meistens doch mehr so der Supporter. Alter. Den haben wir auseinandergenommen. So, ich möchte gern meine 125 Blut haben, dass ich die nicht mehr verliere. Das ist nämlich ganz gut, wenn ich die nicht mehr verliere. Weil dann habe ich sie halt länger. Das ist so ein bisschen logisch. So, machen wir ein Belagerungscamp. Wenn wir mal da sind. Dann machen wir das doch mal. Und da kann ich mal ganz kurz Sound... Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. So. Man pusht mal rein hier. Ich gehe nach unten. Oh. Shit. Wir kriegen hier... leichte Probleme. So, ja, ja. So. Au. Oh, na, dann kommt doch her. Egal. Ich überlebe das. Naja, passt. Nein! Da liegt zu viel. Oh, ich habe ein bisschen was verloren. Egal. Wir skillen auf das hier, versteckt die automatischen Angriffe. Das setze ich ziemlich häufig ein, nämlich. Als 16er Skill werde ich übrigens Rage.
oder Rage, oder Rage, Rage. Und dann halt als letztes entweder Nexus-Klänge oder den Blink. Wahrscheinlich aber eher Blinky. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn das hier für eine Zahl, was bei mir oben steht. Ich habe keinen Schimmer. Okay. Hier ist Auriel. Ah. So. Ey, bleib du in deiner Stasis. Geh weiter auf den Schreck. Oh, das ist nicht gut. Egal. Wir haben ihnen den Ding gestohlen. Ihren... So. Die Söldner hier könnten nützlich sein. Ihr Camp. So. Okay. Auriel hält nicht sehr viel aus. So. Das war jetzt ein bisschen komisch. Kann Auriel die Stasis machen, oder? Oder hat es irgendwie meinen Schmelzofen... Ich war mir eigentlich sicher, dass ich Schmelzofen gedrückt hatte. Ich war mir wirklich sicher, dass ich den gedrückt hatte, ja? Deswegen fand ich das jetzt gerade ein bisschen seltsam... Warum ich den nochmal auswählen konnte. Ich muss wieder auf mein Blut. Ich muss mich jetzt erstmal auf mein Blut konzentrieren, weil sonst überholt mich der andere schlechter und das will ich nicht. So. Ich komme hier hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Okay, sie kämpfen da oben schon. So. So. Dreifach Kill. Easy. So. Dann werden wir hier unten. Das schaffen die schon. Jawohl, meine Quest ist fertig. Aber jetzt bekomme ich nur noch von so und tschüss. Nee, bekomme ich gar nicht mehr. Haben sie den überarbeitet? Ich habe den schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, die haben den überarbeitet. Ich bekomme kein Blut mehr. Das ist schade. Ha. Das ist schade, aber auch egal. So, Auriel lebt. Kann sie ruhig. Ich mache sehr viel Schaden gerade. Also ich mache wirklich sehr viel Schaden. Ich muss gucken, dass ich Auriel zum Beispiel mir aus dem Spiel rausnimm. Dann holen wir uns noch das Belagerungscamp hier. Wir sollen so ein bisschen Stunk machen. So. Und hier den da. Und dann gehe ich in die Mitte. So. Oh, das war nicht so gut. Valera ist da oben. Ja, das war blöd.
Ah, das ist scheiße gelaufen. Ah, das ist richtig scheiße gelaufen. Ha. Ha. Ich weiß nicht, bei uns sieht Malf, bei den anderen ist eigentlich nur der schlechte Tod. Nee. Was, wer ist der Tod? Da kenne ich nicht, ja, Zagara. Zagara? Ah ja. Hier, meine zwei Kleinen sind hier schön durch. Und da oben gehen die auch gerade durch. Das ist auch schön. Ich gehe dann auch nach unten. So. Wir reiten auch nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können ja das quasi schon angreifen. Das steht ja hier jetzt gerade nirgendwo, oder? Warum bin ich abgemountet worden? Ah, das ist seltsam. Automatisch. Boah. Ja. Nimm ich hier. So. So. Geht weg. Geh weg. So. Ah, jetzt steht's da. So. Ach, ich warte hier noch. Sehr schön. Immer so ein bisschen immer achten. Also ich mache jetzt schon nicht schlecht Schaden. Das ist schon gut. Das ist das Gute am Schlechter. Der macht halt echt gut Damage. Ah. Warum bin ich in Stasis? So aufregend. Mit dieser Stasis. Das haut mich immer so raus aus dem Konzept. Oh. Mann. Wer macht denn das? Das regt mich so auf. Oh. Tschüss. Er hat seine Ulti ready. Oh. Naja. Komm. So. Das war ein sehr schöner Sieg. Die Schlacht ist vorbei. Nun stört nicht weiter den Frieden, mein Yay. Oh. MVP. Was, Sir Nacknack hat den MVP errungen. Oh yeah. Talente Scout. Hey, guck mal, ich habe zwei Dinger. Gebe ich mir halt auch noch mal eins nach oben. Yay! So, Leute, das war's. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Leute, tschüss.